Hallo liebe Strandfiguren und herzlich willkommen zu einem brandneuen Muskelmittwoch hier im Strandfigur Pumper Keller bei mir zu Hause. Und heute wollte ich dir eine richtig geile Übung für den kompletten Schultergürtel zeigen. Vor allem in erster Linie hier für den Delta-Muskel, aber der Kapuzenmuskel. Das ist der Muskel, der hinten hier hochgeht bis zum Hals und dann, ich zeige es mal kurz hier, also dieser Nackenmuskel runter geht hier, ja, bis zur Brustwirbelsäule, wie so eine Art Kapuze hinten drüber. Deswegen sagt man auf Deutsch auch Kapuzenmuskel. So, eine meiner Lieblingsübungen dafür ist das SZ-Hantelrudern im Stehen. Wie das Ganze aussieht, ist, dass du dir eine SZ-Stange schnappst und die Stange von unten nach oben auflädst, also von unten nach oben ziehst, die Ellbogen gehen dabei nach außen, so hoch, ja, und dann langsam wieder runter absinkst. Das Ganze sieht in der Praxis so aus, dass du die SZ-Stange schnappst. Natürlich, wenn du richtig Muskeln aufbauen willst, du weißt ja, brauchst du natürlich immer ein ordentliches Gewicht. Die Stange an sich wiegt meistens so zwischen 7,5 und 10 Kilo. Die hier wiegt 7,5, zusätzlich noch zwei 15er drauf. Und dann kannst du wunderbar Muskeln aufbauen. Du nimmst natürlich das Gewicht, was du am besten schaffst, bei ungefähr 8 bis 12 Wiederholungen. Und dann halt, wie gesagt, runtergehen. Wichtig, Kopf ist gerade nach vorne. Und dann Ellbogen nach oben. Zack, ja, und wieder runter. Schön langsam absinken, damit der Kapuzenmuskel gleich noch gesehen. Wirklich geile Übung für den kompletten Schultergürtel. Unterarme werden auch noch sehr gut mittrainiert und der Bizeps sogar auch noch dabei. Also wirklich einer meiner Lieblingsübungen. Die kannst du neben dem normalen Schulternackendrücken immer wunderbar mit einbauen. Jedes Mal beim Muskelaufbau wirklich auch nicht nur 3 Sätze, sondern wirklich 5, 6, 7 Sätze davon zu machen. Je nachdem natürlich, wie viel Übung du insgesamt hast. Ja, und dann ganz schön außer Atem. Die Übung eignet sich auch super als Supersatz mit Bizeps zusammen. Das bedeutet, du machst zum Beispiel einen Satz, so viele Wiederholungen mit schwerem Gewicht, wie du schaffst, mit dem Rudern hier nach oben. Dann, wenn du fertig bist, zack, umgreifen und dann knallst du nochmal Bizeps raus, so viel du kannst. Genau, also entweder die Übung an sich einbauen in den Plan, jede Woche mindestens einmal machen oder halt, wie gesagt, auch als Supersatz wunderbar mit Bizepsübung kombinieren. Ja, und das war's auch schon für diese Woche mit dem Muskelmittwoch. Vergiss auf jeden Fall nicht, den Kanal unten zu abonnieren. Und wenn du weitere Tipps zum Thema Muskelaufbau und Fettabbau und gleichzeitiger Muskelabbau und Fettabbau, ja, das ist nämlich auch möglich, verdammt nochmal, egal was irgendwelche anderen Leute behaupten, dann kannst du einfach mal auf meine Website gehen, zur strandfigur.com. Da habe ich einen kostenlosen Kurs für dich hochgeladen, wo du nach und nach alles zum Thema Fettabbau lernst. Okay, das war's für diese Woche. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Kolja Barkon und ciao.